Der kleine, aber feine Luxusimmobilienmarkt in Österreich hat im Jahr 2020 um 3,3% auf 3,15 Milliarden Euro zugelegt. Kitzbühel, Lech-Zürs, Ischgl oder auch Zell am See sind weiterhin sehr begehrt. Speziell die Kärntner Seen, der Bodensee und die Salzkammergutseen erfreuen sich aktuell einer Nachfrage wie noch nie zuvor. Und das hat sich auch entsprechend auf die Preise ausgewirkt. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Preise in den einzelnen Luxusklassen in Österreich im Jahr 2020. Ein Einfamilienhaus im Luxusbereich kostete zumindest 800.000 Euro. Das ist ein Plus von 18% im Vergleich zum Jahr 2019. Eine Luxuswohnung kostete zumindest 510.000 Euro, das ist ein Plus von 2%, und eine Luxus-Dachgeschosswohnung zumindest 1 Million Euro, das ist ein Plus von 12% im Vergleich zum Jahr 2019. Und noch ein Highlight: die fünf teuersten Einfamilienhäuser, die im Bundesland Tirol verkauft wurden, waren allesamt im Bezirk Kitzbühel und kosteten im Durchschnitt pro Haus 10,5 Millionen Euro. Nähere Informationen zum Luxusimmobilienmarkt in den einzelnen Bundesländern finden Sie auf remax.at. Übrigens, sollten Sie daran denken, eine Luxusimmobilie zu kaufen oder zu verkaufen, dann sind Sie bei Remax, der Nummer 1 in Österreich und weltweit, genau richtig. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.